liebe Märkte. Deshalb bin ich auch heute mit meinem Tourguide Hans unterwegs auf einem landestypischen Markt in der kleinen Stadt Hüningen. Das Angebot ist wirklich riesig groß. Das Obst ist knackig, frisch und bunt und das Gemüse ebenso. Das Angebot ist wirklich ganz enorm. Und die Dominikaner lieben Fleisch. Es ist frisch und von ausgezeichneter Qualität. Wie Hans erzählte, ist das auch kein Wunder, weil die Tiere den ganzen Tag über freien Auslauf auf den Weiden haben. Die Spitze der Basilika stellen betende Hände dar. 17 Jahre, habe ich gehört, benötigten die französischen Architekten für die Erstellung der Kirche. Ja, ob sie schön ist, muss jeder selbst für sich entscheiden. Aber berühmt geworden ist sie übrigens durch den Besuch des Papstes, und zwar Papst Paul II., der schon zweimal hier war. Inzwischen ist die Kirche zu einem richtig bedeutenden Wallfahrtsort geworden, und zwar zu dem bedeutendsten in der ganzen Karibik. Hans hat zusammen mit Freunden eine Schule gegründet, die ich jetzt besuchen darf. Die Kinder sind Flüchtlinge aus Haiti. Da sie und ihre Eltern keine Papiere bekommen, existieren sie für den Staat eigentlich gar nicht. Von daher erhalten sie weder Unterstützung oder dürfen gar eine Schule besuchen. Ich finde das Projekt von Hans und seinen Freunden wirklich sehr beeindruckend. Und wenn ich in die leuchtenden Kinderaugen gucke, spende ich gerne. So können die Lehrer davon notwendiges Schulmaterial kaufen. Ja, unser nächster Stopp ist eine Farm. Hier lebt der 90-jährige Farmer mit seiner 76-jährigen Schwester. Amigo, c'est une reife Kakaoschote, c'est une cabosse Kakao qui est mûr là. Je vais l'ouvrir et gestern offen machen. Et donc, c'est plus dur de ce qu'on croit. Es ist härter, wie man denkt. Okay. An der Innenseite gibt es so weiße, glitschige Kerne, sind die Kakaobohnen. Was tut man damit? Qu'est-ce qu'on fait avec? Das wird in die Sonne getrocknet erstmal und wird dann danach geröstet. Die Kerne schmecken süß und erinnern eher an Litschi als an Kakao. Hier zeigt uns Hans, wie diese stachelige Urwaldpflanze zu einem natürlichen Make-up wird, das auch Männer verschönert. C'est un petit boa Haïti. Also ich habe Fotos von so und so Viech, aber 5 Meter lang. Der Kräutertee ist mittlerweile fertig und ich genieße ihn mit ganz, ganz viel Zucker. Sonst wäre es einfach zu bitter. Er soll angeblich gegen und für alles Mögliche sein. Naja, auf jeden Fall schmeckt er ganz gut. Der nächste Halt ist eine Zigarrenfabrik in San Pedro. Das Künstlerdorf Altos de Chavon in der Nähe von La Romana ist ein echtes Highlight. Es liegt ganz idyllisch auf einer Anhöhe über dem Rio Chavon mit einem traumhaften Ausblick. Man hat den Eindruck, dass es alt sein muss, ist es aber nicht, denn es wurde in den 70er Jahren als Kopie eines spanischen Dorfes aus dem 16. Jahrhundert nachgebaut. Es gibt romantische Gassen, Kopfsteinpflaster sowie wunderschöne Plätze mit Springbrunnen. Diverse Restaurants, Galerien und Geschäfte laden zum Shoppen ein. Altos de Chavon ist weltweit bekannt.
Im Amphitheater sind Weltstars aufgetreten, wie zum Beispiel Sting, Andrea Bocelli, Elton John oder Jennifer Lopez. Und Michael Jackson hat übrigens in dieser Kirche hier geheiratet. Was für ein gelungener Abschluss. Die Flussfahrt auf dem Rio Chavón. Ganz gemütlich bei karibischer Musik und Cuba Libre zieht die Landschaft vorbei. Eine wundervolle Kulisse, in der übrigens Teile von Apokalypse Now, Rambo 2 oder Anaconda gedreht wurden. Para mí, en esta vida tuya, me harás sobrevivir.